So, Hallöchen. Ja, jetzt nochmal wieder der Commodore Plus 4. Aber um den geht es nicht. Der ist nur stellvertretend, weil ich meinen C64 ja nicht finde. Und ich habe euch ja ein Video gezeigt, ein Video gemacht, wo ich mit dem Ding hier gearbeitet habe. Das ist der, steht hier sogar drauf, SD2IC. Womit ich halt eben SD-Karte, die Image für den C64 Commodore Plus 4 hier, den 16er, den 128er und so weiter, direkt die Images einspielen kann, muss nicht mit den Disketten arbeiten. Das wollte ich ja anfangs nicht. Den Fehler habe ich ja nun gefunden, hatte ich ja ein Video kurz gemacht. Ein Update mache ich noch mal kurz hier noch mal. Da waren zwei Masseverbindungen nicht, die habe ich schlichtweg übersehen im Layout und alles. Macht aber nichts. Und das funktioniert ja. Und ich habe ja gesagt, ich habe noch eine Sache, womit das sogar noch besser geht, weil das Ding simuliert nur ein Diskettenlaufwerk. Das simuliert halt nur eben die Daten, die da kommen. Wie soll ich das anders sagen? Hat eben Probleme damit, dass er halt eben einige Fastloader nicht unterstützt und was war es noch? Kopiergeschützte Disketten, einige Arten kann er damit nicht abspielen. Ich kann jetzt auch nicht das eine Programm, womit man das andere testen kann, ob das wirklich genau so hinhaut, wie es hinhauen soll, kann ich jetzt nicht nehmen, weil das für den C64 ist und nicht für den Plus 4. Das macht aber nichts. Ich habe ja schon mal einen Beitrag gemacht, habe ja gesagt, ich bereite schon mal was vor für ein neues Video. Das wäre jetzt die Platine mit dem Stecker, mit demselben Stecker. Den roten kann ich wieder ablöten, den brauche ich nicht. Beziehungsweise, wenn es vom Strom her passt, geht es auch damit. Das sieht so aus. Auf der anderen Seite sieht es so aus. Warum habe ich das so rum gemacht? Da werdet ihr gleich sehen. Mit dem Stecker werdet ihr sicherlich schon was anfangen können. Mit dem Teil sicherlich nicht. Das ist ein Level-Shifter hier drauf. Mal ein bisschen mehr Licht. Das ist ein Level-Shifter, 3,3 Volt zu 5 Volt und 5 Volt zu 3,3 Volt. Werdet ihr sicherlich jetzt schon wissen, was das ist. Hier steht es auch nochmal drauf. Pi 1541 heißt Raspberry Pi. Der arbeitet da, weil hier ist ja noch nichts großartig, wo ich SD oder sonst was anklemmen kann. Hier sind ein paar Tasten, das ersetzt das Keyboard. Und für den Raspberry Pi, wo ich das benutzen möchte, muss ich mir das Layout hier nochmal machen und das I2C oder I2C, was weiß ich, 128 x 64 Pixel Grafikdisplay noch mit adaptieren, weil ich habe jetzt gedacht, das funktioniert nicht mit dem Raspberry Pi, womit ich es machen will. Es funktioniert aber doch, habe bloß keinen HDMI-Ausgang und kann das nicht sehen. Da ist auch eine LED drauf. Die macht aber irgendwie nichts. Ich weiß nicht warum. Es gibt das Ding auch irgendwie kommerziell zu kaufen. Da tut wohl die LED irgendwas. Dann hatte ich auch einen Piepser. Man kann auch einen Piepser anschließen und konfigurieren, dass der diesen Headstep, wenn der Schreiblesekopf im Diskettenlaufwerk, im Original weiterwandert, dass der das simuliert, dass da ein Ton rauskommt. Macht der auch nicht. Soweit ich aber gelesen habe, unterstützt der Pi, den ich dafür benutze, jedenfalls nicht den Piezo. Ich weiß nicht, ob er die LED mit unterstützt, das weiß ich nicht. Und dann zeige ich mal, welchen Pi ich meine. Und zwar meine ich diesen kleinen hier. Das ist der Raspberry Pi Zero. Nicht zu verwechseln mit dem Pi Zero W. Das ist nur der Pi Zero in der Version hier 1.3. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ja, Version 1.3. Das steht hier hinten sogar drauf. Zero Version 1.3. Es gibt noch den Version, den Raspberry Pi Zero. Ohne W, ohne alles. Der Unterschied zwischen den beiden hier wäre der Kameraport.
der hier hinten dran hängt. Und dann gibt es noch den Raspberry Pi Zero W mit, der hat dann WLAN, Bluetooth und keine Ahnung was. Ich brauche aber kein Bluetooth und keine Ahnung was, das brauche ich alles nicht. Den Kameraport eigentlich auch nicht, aber ist egal, ich habe den 1.3 genommen, hat mir 6 Euro gekostet. Der kleine Ding hier. Was will man mehr? Damit will ich es machen. So. Es gibt noch eine Sache. Dieses ganze Projekt ist eigentlich, wo ich das her habe, für den Raspberry Pi 3 ausgelegt. Da. Das wäre der Raspberry Pi 3. Da hätte ich auch einen HDMI-Ausgang mit Bildschirm. Da könnte ich das sehen, aber das Ding ist riesengroß. Das hier hinten brauche ich alles nicht. Ich brauche keine Tastatur, kein Netzwerk, kein nichts an dem Kasten. Darum den Raspberry Pi Zero. Davon, vielleicht wird es ja noch, klappt das ja noch, dass ich mir davon noch ein paar mehr besorge. Weil da, wo ich ihn her habe, stand nur ein einzigen pro Haushalt. Finde ich irgendwo, weiß ich nicht warum. Einen einzigen Raspberry Pi Zero pro Haushalt, verstehe ich nicht. Die Dinger sind klein, die sind günstig und für ganz viele Projekte sehr gut geeignet. Der hier wird hier für den C64, ein anderer wird auch noch für den C64, aber auch für den Amiga noch gebraucht und hast du nicht gesehen. Den habe ich halt gekauft ohne diesen Stecker hier drauf. Der ist von einem alten Mainboard, den habe ich abgelötet und hier drauf gelötet. Nicht wundern, der kommt ohne Stiftleiste, kann man auch mit Stiftleiste kriegen. Im Grunde braucht man eigentlich auch kein HDMI und nix. Das wird einfach so zusammengesteckt. Und das Ding ist schön klein, das soll noch in Gehäuse reinkommen, aber wenn ich dann das neue Layout mache, passt das besser mit dem, wenn ich das dann das Gehäuse mache. So, ich baue den mal hier ran. Ich weiß nicht, ob der hier den Strom treiben kann, die 5 Volt für den Pi, deswegen externe Stromversorgung. Problem ist jetzt, ich schließe ihn an. Es leuchtet einmal die grüne LED da hinten drin und das war's. Mehr ist nicht zu sehen, aber der läuft. So, jetzt muss ich euch das leider wieder auf dem hier zeigen. Auf dem kleinen Monitor. Weil ich habe es nochmal probiert. Ich habe ihn noch gefunden. Den hier. USB mit Dings. Aber der anscheinend ist das Signal, was aus dem C, aus dem Plus 4 rauskommt, so schwach, dass selbst nicht mal der ja das erkennt. Wenn ich das hinkriege, dass er ein Bild kriegt mit Wackeln und hast du nicht gesehen, dann läuft das Bild von oben nach unten durch oder von unten nach oben durch. Anscheinend ist das Signal zu schwach hier drauf. Jetzt mache ich hier den Monitor wieder an. Ich kann den auch steuern vom C4 oder vom Commodore halt aus. Es ist hier eben, der unterstützt wirklich C64, C128, 16 plus 4, den Pad, den VIC-20, den was auch immer. Und das Ding emuliert ein Diskettenlaufwerk. In dem läuft laufen die Codes ab, die in dem Diskettenlaufwerk im ROM, da ist ein ROM drinne und zwei andere ICs, die emuliert er hier drinnen direkt. Darum ist er auch kompatibler. Wenn ich hier nämlich wieder Load mache, LOAD, ich tippe das mal so, dass ich das hier reinkriege. Ich mache es mal so, dass man das sehen kann. Er hat soweit gefunden. Wenn ich jetzt List mache, sehen wir schon, da steht Pi 1541, Version, was auch immer. Da sind noch einige Files drauf.
geht nicht. Achso, jetzt hat sich mir die eine Taste blockiert. Ich kann mir die Pfeiltasten auswählen. So, hier unten, das ist ein Spiel, noch ein Spiel, noch ein Spiel. Kriege ich jetzt aber so, wie sie sind, direkt nicht gestartet, weil ich muss die erst booten. Das Ding hat einen Pfeilbrowser. Oder reinladen. Das Ding hat auch einen Pfeilbrowser. Den werde ich mal laden. Der ist auch mit auf der SD drauf. FB16,8. FB16 ist Pfeilbrowser für den C16. Das ist der gleiche wie das Ding hier, plus heißt der hier plus 4. Ran. Dann habe ich hier einen Pfeilbrowser drauf. So, jetzt muss ich selber mal gucken. Jetzt kann ich hier. Ich will das Ding, dass er das startet, also emuliert, dieses Diskettenlaufwerk. Das ist jetzt drinne. Normalerweise habe ich auf dem Display noch unten, wie die Daten geschickt werden. Das, wenn ich das Display habe für den kleinen, kann man das nachher sehen. So, mit Q gehe ich aus dem Pfeilbrowser raus. Jetzt kann ich euch zeigen, dass das da auch geladen ist. Brauche schon länger. Die LED hier tut gar nichts. Nochmal List. Jetzt steht hier Terra Nova, Programm, Screen 2, 3, 4 und dann Block Screen. Er hat jetzt die Diskette, das Image direkt geladen, gebootet, wie auch immer. So, jetzt kann ich das Spiel auch direkt laden. Das dauert eine Weile. Mache ich mit Sternchen, 8. Und jetzt lädt er das Spiel rein. Das geht auch relativ langsam. Wenn ich jetzt einen C64 hätte und ich könnte, hätte eine Cartridge und könnte einen Fastloader, zum Beispiel Jiffy, DOS oder sonst irgendwas benutzen, würde es sogar schneller gehen. Aber jetzt emuliert er ein Original 1541 Laufwerk, das große alte. Es gibt ja noch das 1541-2, das wäre das flache mit dem externen Netzteil. Jetzt ist er soweit fertig und jetzt mache ich hier ran. So, und jetzt haben wir das Spiel da drauf geladen. Terra Nova, bla bla bla. So. Ja. So, jetzt mache ich aber mal Reset. Kann ich. War das mit einem Reset? Oder was? Habe ich das jetzt drin oder nicht? Muss ich mal gucken. Ob er das noch drin hat. Nein, hat er nicht. Gut, hat er erkannt. Ja, Mist. Ich habe da noch Tetris drauf, ein D64. Das habe ich nicht zum Laufen gekriegt vorhin. FB16,8. Ich versuche es nochmal. Loading. Tetris. Loading. Q. Load. 8. List. Tetris plus 4. Hat er drinne. Ich versuche es mal zu starten. Nee. L-U.
LOAD Tetris plus 4. Komma 1. Loading. Bin ja mal gespannt, ob das hinhaut. Das sind 600 und irgendwas. Das dauert eine ganze Weile. Das ist wirklich genauso langsam wie ein normales Diskettenlaufwerk. Versuchen wir das mal. Oh, da hat er was gemacht. Tatsächlich. So wie es aussieht. Loading. Charakter Data. Jetzt weiß ich nicht, ob das Ding noch irgendwas tut oder wie auch immer. Doch, es läuft. Jim AAA. Moment. Return. Try to complete rows. Kann ich hier auch irgendwie drehen? Man sieht schon, es funktioniert. Aber ganz ehrlich, der Plus 4 ist nicht zum Spielen gedacht. Er hat seinen eigenen Charme, aber von der Grafik her und vom Sound her ist er nicht so gut wie der C64. Also der Grafikchip hat wohl mehr Funktion wie der vom C64. Allerdings für Spiele ist das wohl nicht so geeignet, keine Ahnung. Der PAL-Chip, nee, der SID-Chip hier drinne. Ja, ist der überhaupt ein SID-Chip? Ich weiß es gar nicht. Zumindest da, wo der Sound rauskommt, der hat weniger Stimmen als der C64. Also der Sound hier draus ist nicht so besonders. Das Einzige, was der der Plus 4 eben hat, diese, wie der Name sagt, Plus 4 hat 4 Programme drin. War das hier unter F1? Ja, 3 plus 1. Hat da noch Software drin. Hier ist jetzt, glaube ich, irgendwie eine Datenbank oder was. Man kann da jetzt noch irgendwie in die anderen Dinge rein. Der hat 4 verschiedene ROMs, der hat schon 4 integrierte Programme. Ich müsste noch mal die Befehle raussuchen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um den hier. Um das Ding hier mit dem Raspberry Pi. Es geht auch der große. Und das emuliert ein Diskettenlaufwerk direkt. Kann sogar auch das 1581, das ganz seltene 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk, glaube ich, kann das Ding auch emulieren. Was ich glaube, das Ding hier nicht kann, weiß ich jetzt gerade nicht. Oder es kann das auch, ich weiß es nicht. Natürlich ist das Ding auch, da hat er auch seine Berechtigung, weil das hier ist ja doch schon recht groß. Aber das hier ist doch auch schon ganz gut. Und es funktioniert, das habe ich zumindest gelesen, das soll wohl hier mit dem nicht hinhauen. Die Images auf eine direkte Diskette schreiben. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so war oder nicht, ob das geht oder nicht. Mit dem funktioniert das auf alle Fälle. Hier kann man auch Disketten Images selber schreiben, also leere Disketten-Images erstellen und
drauf und dann kann man die auch beschreiben. Man kann hier, glaube ich, auch, gibt wohl ganz viele Tools dafür, um auch Images direkt auf dem Ding drauf zu machen und ey, ganz viel. Aber es war mir halt eben ein Anliegen, dass ich auch meine Disketten-Images nicht auf Diskette spielen muss, um sie spielen zu können. Dann kann ich das nämlich auch direkt von der SD-Karte machen. Der Nachteil ist halt, hier kann ich keinen USB-Stick anschließen und von da aus lesen. Ich muss das wirklich über die SD-Karte machen, aber da ist so wenig drauf. Ich glaube, da sind jetzt 5, 6, 7 Megabyte belegt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da kann ich weiß nicht, wie viele Images reinknallen. Gut, aber wollte ich euch mal zeigen und sagen, das wäre das zweite Projekt gewesen. Über den Raspberry Pi, was nicht alles schon möglich ist. Damit zu machen. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich noch ein Ding gesehen. Da hat jemand ein Arduino Uno genommen und hat einen kompletten C64 emuliert damit. Auf einen Arduino Uno. Oder Nano. Ist ja Uno auch, ist ja der gleiche Chip. Bloß zwei Pins mehr, der kleine Nano. Aber hat er auch gemacht. Ja. Alte Hardware mit neuer Hardware. Und der hier ist mir einmal zu schade, der Raspberry Pi 3 dafür zu nehmen. Nur weil der halt die Leistung hat. Er wäre dann für einige Spiele, die wirklich viel Leistung brauchen beim Emulieren, vielleicht noch eine Überlegung wird, den dann zu nehmen. Ist ja bloß einmal umstecken, mehr ist es ja nicht. Ist ja nicht festgelötet. Aber an Raspberry Pis zu kommen, besonders den Raspberry Pi 3 und Raspberry Pi 4 zurzeit, ist fast unmöglich zu vernünftigen Preisen. Was die im Moment gehandelt werden, die Preise sind unerhört, ganz ehrlich. Also so ein Raspberry Pi 3 neu 90 Euro und der Raspberry Pi 4 mittlerweile schon bei, was hatte ich das letzte Mal gesehen, 60, 70 Euro. Das ist Wahnsinn, das ist echt unverschämt, was die an Preisen aufrufen. Und ich wollte halt den Zero nehmen. Für 6 Euro, mein Gott. Das kostet mich doch gar nichts. Was haben mich die Teile dafür gekostet? Wo ist das kleine Ding? Teile haben hier gekostet. Die Taste und der Level Shifter. Der Level Shifter, 3 Stück, waren, glaube ich, 7 Euro. Oder 8. Die Taste, die 3 Euro noch was. Durch 100 sind dann... lass mal 10 Cent die Taster sein. Die LED hatte ich noch irgendwo. Die Platine, ja, die mache ich mir so. Und die Boxenleisten und Steckerleisten und so weiter, das löte ich mir von allen möglichen Scheiß runter. Das hat mich jetzt eigentlich so gut wie nichts gekostet. Also sagen wir mal 10 Euro für diesen kleinen Emulator. Im Großen und Ganzen 10 Euro. Was will man mehr? Gut. Nee, Video, ja, schon wieder ziemlich lang. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert das Ding. Das funktioniert und das andere funktioniert. Jetzt habe ich zwei Versionen. Ich wollte einfach mal beide Sachen bauen. Und wenn ich jetzt noch mein C64 finde und die Diskettenlaufwerke und die Disketten, ich habe hier noch irgendwo... Das habe ich mal bekommen, das ist ein Atmega 32 U, schieß mich tot. Entweder mit dem oder mit einem Arduino Nano. Ich habe jetzt gerade keine zur Hand, oder? Habe ich die Box? Wo habe ich die Box? Da habe ich die Box. Die 3D-Drucker-Box. Da habe ich noch die Nano-Mikro-Gedönse-Dinger drin. Um,
Und wenn ich dann die Diskettenlaufwerke habe, dann kann ich über USB auf die Diskettenlaufwerke zugreifen und davon Images erstellen oder Images zurückschreiben. Geht auch. Ich habe da mal ein, weiß nicht, habe ich ein Video gemacht oder ein Stream, da hatte ich das mit einem alten Laptop und einem Parallelportkabel und viel hin und her gemacht, auch hingekriegt, aber ich will den alten Laptop nicht wieder rauskramen, die ganze alte Software da rauskramen und versuchen, dass das hinhaut, was dann doch noch sehr fehlanfällig ist. Da ist schon USB besser. Da sollte theoretisch, wenn ich das Ding jetzt gerade in der Hand habe, ja, auch so ein Ding gehen. Das müsste auch hinhauen, habe ich glaube ich auch schon gesehen. Ein USB zu Serial, TTL, blablabla Wandler. RX, TX, CTS, DTR habe ich hier noch. RTS, DSR, SPD, Reset und das sollte damit auch, glaube ich, auch hinhauen. Muss ich mal gucken, gesehen habe ich das. Kommt dann aber irgendwann mal, wenn ich die Sachen gefunden habe. Die müssen existieren. Sie sind irgendwo. Ich finde sie noch. Ich werde sie noch finden. Gut, aber dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Was das sein wird, weiß ich nicht. Eventuell der Wunsch. Ja gut, das nächste Video kann ich machen. Den Wunsch nachkommen. Wie ich Platin mache. Ich hatte das, glaube ich, in einem Stream gezeigt. In einem Stream oder im Video? Dann werde ich das zeigen. Fangen wir mit KeyCut an, wie ich mir das Layout mache. Wie ich das dann hier drauf kriege, wie ich das ätze, bohre und bla und hast du nicht gesehen. Komme ich dem Wunsch mal nach, das mal von vorne bis hinten zu zeigen, wie ich meine Platinen mache. Das ist jetzt einseitig. Ich kann auch zweiseitig machen. Zweiseitig ist aber, ja, ist machbar, ist aber ein bisschen schwer. Mit dem Papier, was ich benutze. Es gibt besseres Papier und dann geht das ein bisschen einfacher. Also einseitig geht auf alle Fälle immer top. Zweiseitig funktioniert auch, ist aber ein bisschen schwerer. Geht aber. Vielleicht besorge ich mir auch, muss ich mal gucken, es gibt sie, so eine Durchkontaktierungsnieten-Dinger, irgendwie, die werden da reingesteckt und dann genietet, dass ich dann Durchkontaktierung habe, ist ganz brauchbar für einige dieser Kontakte hier, wenn ich die wirklich auf die Unterseite legen muss, weil ich komme schlecht unter die unter diese Buchsen dran und von da aus zu löten, damit die Verbindung auch von da aus hier rüber gehen. Das schaffe ich nicht. Das kann ich halt eben machen, wenn ich sowas hier habe, wo ich Beinchen durchstecke. Wenn jetzt hier noch Pads gewesen wären mit Verbindung irgendwie, wäre das gegangen, weil dann hätte ich eine Verbindung von oben nach unten durch. Die habe ich auch von oben gelötet. Kann man das erkennen? Kamera, stellst du scharf? Da, die habe ich von oben gelötet. Und das war am einfachsten, so zu machen. Hätte ich jetzt auch SMD-Taste nehmen können, aber warum? Ich habe 100 Stück. Kann ich auch mit Beinchen durchstecken machen. Gut, ja. Wie gesagt, das wäre dann vielleicht das nächste Video. Dann bye bye.